Hallo und herzlich willkommen zur News-Sendung im Dezember 2018. Ich sage schon mal ein herzliches Dankeschön und auch ein herzliches Hallo an den Tommy, der für euch wieder im Chat zur Verfügung steht und da auf die Fragen antwortet bzw. manchmal noch ergänzende Links und Infos postet. Ansonsten natürlich auch ein herzliches Hallo in die Runde. Ich habe wieder eine News-Sendung zusammengestellt mit einigen Informationen. Wir schauen wie immer die einzelnen Bereiche nacheinander durch. Zuerst mal ein paar Kompakt-News, wo wir zusammengefasst haben. Als erste Information, was nicht nur Office 365 betrifft, sondern eigentlich alle Themen rund um Microsoft. Microsoft hat nun bekannt gegeben, dass die zentrale Dokumentation jetzt eben nicht mehr TechNet heißt, sondern tatsächlich docs.microsoft.com. Hier sind alle Informationen zu finden und die Migration scheint jetzt da wohl fertig zu sein, sodass da jetzt alle Informationen soweit drauf sein sollten. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, es wird neue Logos für Office geben. Hier schon mal ein Blick darauf. Es ist ein Video durch das Internet kursiert zu dem ganzen Thema, wo die Logos auch mal zu sehen sind. Etwas erstaunlich ist das SharePoint-Logo, das zweite von unten links, neben OneNote und zwischen OneNote und Teams. SharePoint ändert da wohl die Farbe und wird eher Sway-ähnlich. Schauen wir mal, was dabei rauskommt und wie das Ganze dann aussieht, weil SharePoint hat ja im Moment eher auch eine blaue Farbe, wie fast die meisten Logos von Microsoft. Dann zu unserem Veranstaltungskalender, was alles ansteht. Ich war diese Woche schon in München auf der SharePoint User Group und habe da einen Teams Deep Dive durchgeführt. Ansonsten stehen jetzt auch einige Termine dann noch an. Dieses Mal auch ganz interessant, die Rückschau auf zwei spannende Events. Und da würde ich jetzt kurz das Wort an den Tommy übergeben. Kannst du uns was erzählen, was so bei der Ignite und in Amsterdam los war? Was waren da die Hauptthemen und was waren deine Eindrücke? Ja, hallo in die Runde. Kann man mich verstehen? Perfekt, wunderbar. Super. Ja, Amsterdam ist ja jetzt schon, ich glaube, 3 oder 4 Wochen her. Ja, das war kurz nach unserer letzten Sendung, genau. Da durften wir in die Philharmonie in Haarlem. War eine tolle Örtlichkeit, waren tolle Sprecher da. War diesmal, was hat einer der Teilnehmer gesagt, war ja diesmal mehr eine entwicklerlastige Session als eine Admin-Session. Das war auch so, es gab viel zu Teams, es wurde viel zu Teams gesagt, es wurden die verschiedenen Dinge vorgestellt, die es so gibt. Ganz häufig aufgefallen ist mir in Amsterdam der Begriff die Champions. Sucht bei euch in der Firma die Champions, die sich um bestimmte Themen kümmern, die bestimmte Sachen voranbringen. Das war so ein Begriff, so ein Highlight, den es gab. Der Michael Gret war da, hat ein paar Aufnahmen gemacht, ein paar Videos. Ich habe ein paar Videos gemacht. Es war ganz spannend. Ja, und Microsoft Ignite the Tour war ja letzte Woche in Berlin. 2 Tage, ein Riesenevent. 4.000 Leute, die den Event an 2 Tagen besucht haben. Viele Aussteller, viel zu sehen, viele interessante Themen. Und das war ja im Vergleich zu Haarlem, war Microsoft Ignite the Tour ja auch mit vielen Azure-Themen oder da waren viele Azure-Themen vertreten. War auch total spannend. Okay. Was habe ich da mitgenommen? Ich war bei einer Teams-Session von Ann Michaels. Die hat ein bisschen was erklärt, wie Teams intern funktioniert und was es da so für Neuigkeiten gibt. Das fand ich total spannend. Okay. Hat es irgendwelche neuen, größeren Ankündigungen gegeben, was man jetzt noch nicht gekannt hat auf den beiden Veranstaltungen, was man jetzt noch nicht vorher gewusst hat? Hast du da was mitgekriegt? Na ja, gut, da ich sehr Richtung Stream ja gehe und Video im Unternehmen mache, habe ich besonders darauf gelauscht. Und für mich war es ganz spannend, dass es die Aufzeichnungen, die man bei Teams macht, dass die innerhalb von 24 Stunden dann automatisch nach Stream hochgeladen werden. So wie ich das verstanden habe, ist das ein Feature, was jetzt kommen wird.
Ansonsten gab es immer mal wieder kleinere Geschichten, okay. aber dass ich jetzt sage, so ein großer Big Bang. Okay. Ich habe Sessions zu Kai Zahler vermisst. Das scheint ja im Moment auch ganz viel beworben zu werden. Da gab es aber leider nichts zu. Okay, also gut. Okay, herzlichen Dank für den Überblick. Toll, dass du vor Ort warst. Vielen Dank für die Berichterstattung. Wir möchten einen Versuch starten, und zwar, ob wir unser Community-Wissen irgendwie unter einen Hut bekommen, und haben dazu mal einen eigenen Kanal in unserem Office 365-Netzwerk-Team angelegt. Also sprich, die jetzt von außen dabei sind, wir haben ein eigenes Team in Office 365 angelegt mit dem Namen Office 365-Netzwerk. Da wird auch diese Session hier abgehalten. Man kann eben auch von außen beitreten, kann hier mitwirken, kann sich über verschiedene Bereiche austauschen und unter anderem haben wir jetzt mal mit einem Thema gestartet und zwar Tipps und Best Practices zu Teams und was es da alles gibt. Es sind schon ein paar Einträge drin. Es handelt sich dabei um eine SharePoint-Liste. Wie wir festgestellt haben, wenn man das erste Mal auf die SharePoint-Liste draufklickt, muss man sich leider nochmal anmelden mit den Zugangsdaten. Lässt sich im Moment mit dem Gastzugang nicht vermeiden. Und da sammeln wir Tipps und Tricks zu Teams. Ein paar sind drin. Ihr könnt die, die drin sind, schon raten, also sprich Sterne bewerten, ob die euch was gebracht haben oder ob die sinnvoll waren. Und ihr könnt natürlich auch eigene dazu beitragen. In einem Monat zur nächsten News-Sendung werden wir das Ganze auswerten. Mal gucken, wer den besten Tipp geliefert hat. Und wir verlosen dann auch eine Microsoft Wireless Mobile Maus an den besten Tippgeber. Okay, dann eine letzte Information. Wir haben das Ganze auch wieder in Videos verpackt, was es an Neuerungen gegeben hat. Zum Beispiel, wie man Besprechungen vorbereitet, die neuen Diagrammtypen in Excel, wie man Planner in Outlook integriert, wie man Stream im Unternehmen einrichtet, wie man SharePoint-Formulare anpasst mit Power-Apps. All das in unserer Videoserie, jeweils 2 bis 10 Minuten maximal lang, wo jetzt am 1.1. dann zu unseren Kunden eben rausgeht. Dann im Administrationsbereich haben wir dieses Mal keine Themen, dafür aber im Bereich Selbstmanagement. Und zwar ein neues Design für Outlook Mobile. Das wird überarbeitet. Microsoft arbeitet auch dran, die beiden Apps von Android und iOS zusammenzuführen. Man merkt da, wenn man die nebeneinander benutzt, tatsächlich noch relativ große Unterschiede zum Teil und spürt, dass das mal zwei unterschiedliche Anwendungen waren. Microsoft ist da dran und hier gibt es ein neues Design, wo dann auch, was wir auch in den letzten Monaten gehört haben, zum Beispiel geteilte Kalender, ich direkt abrufen kann von anderen Personen, wo ich dann auch direkt reingucken kann in mein globales Adressbuch und so weiter. Also diese Sachen werden hier auch alle aufgearbeitet. In Outlook weiterhin haben wir einen verbesserten Zoom auf die Mails und Nachrichten. Man konnte bisher schon zoomen, hat sich jetzt aber verbessert. Man kann auch auf den Zoom nochmal draufklicken. Das Raster wird auch wohl kleiner, indem ich mein Zoom auf und ab bewegen kann. Wurde jetzt angekündigt, wird demnächst ausgerollt. Und Cortana wird mit Microsoft To Do verbunden. Die Funktion war schon mal da tatsächlich. Habe ich von WinFuture einen Artikel gelesen. Also sprich, ihr könnt dann in euer Smartphone direkt was reinsprechen oder in Cortana und da eine Aufgabe dann entsprechend in To-Do anlegen lassen. Schauen wir zum Punkt Workflows und Apps. Wir haben eine Änderung der Lizenzierung, was Microsoft über das Messaging Center verteilt hat, sowohl bei Flow als auch bei Power Apps. Also wenn ihr da entsprechend aktiv seid, euer Unternehmen, guckt da mal rein. Microsoft schreibt auch, ob ihr davon betroffen seid. Bei unserem Tenant stand jetzt drin,
dass wir da, wenn Ihr Unternehmen nicht plant, die oben genannte Fähigkeit zu nutzen, ist keine Aktion erforderlich. Und es stand auch drin, dass wir das in der letzten Zeit nicht verwendet haben. Guckt mal nach, um was es da konkret geht und ob ihr da betroffen seid, was sich da dahinter verbirgt. Das Gleiche gilt wie für Flow, auch für Power Apps. Ansonsten bei Power Apps befindet sich in Entwicklung die Integration zu SharePoint-Dokumentbibliotheken, ist auf der Roadmap zum Sehen, sollte eigentlich im Quartal 2018 noch was, im vierten Quartal 2018 noch was passieren, aber auf jeden Fall schön die Information, dass daran gearbeitet wird, also sprich, man kann dann auch SharePoint-Dokumentbibliotheken in Verbindung mit Power Apps nutzen. Zum Thema Informationen und Daten. Power BI bringt die bedingte Formatierung künftig auch für Visualisierungen. Also sprich, ich kann jetzt auch nicht nur eine Tabelle und da die Zahlen bedingt formatieren, sondern auch tatsächlich die Diagramme, wie wir es hier im Screenshot sehen. Dann werden die Filter komplett überarbeitet und aktualisiert. Ich habe hier wieder überall die Originallinks mit reingesetzt. Und man kann künftig auch kopieren und einfügen zwischen Power BI Desktop-Dateien. Finde ich tatsächlich sehr angenehm, dass das funktioniert. Kennt man ja aus allen anderen Programmen schon seit Ewigkeiten. Bei Power BI ging das bislang nicht. Jetzt habe ich da auch die Möglichkeit, die Dinger hin und her zu kopieren zwischen Dateien. OneDrive for Business erhält per Standard künftig keine Inhaltstypen mehr. Wer sich da mal damit beschäftigt hat, hat festgestellt, OneDrive for Business ist im Hintergrund eigentlich eine komplette SharePoint Site Collection. Und wenn man da etwas rumklickt über das Zahnrad und die Einstellungen und so weiter, dann kommt man da auch tatsächlich zu den Website-Einstellungen. Das wird wohl jetzt etwas ein Stück zurückgebaut. Man konnte sich mehr oder weniger fast eine SharePoint-Site in seinem eigenen OneDrive da anlegen, wenn man da etwas rumgetüftelt hat. Jetzt die Ankündigung, dass Inhaltstypen per Standard da nicht mehr drin enthalten sein sollen. Ich denke, es wird eine relativ kleine Anzahl an Personen ansprechen, was wir schon gesehen haben in Firmen, dass man das OneDrive for Business genutzt hat, um Speicherplatz auf dem SharePoint zu sparen, weil für den Gesamt-SharePoint vom Unternehmen haben wir 1 Terabyte Platz und dann pro OneDrive for Business, pro Mitarbeiter nochmal 1 Terabyte. Und dann kam schon manchmal die Idee auf, man könnte ja sein Backup oder irgendwelche Altdateien in ein OneDrive schieben, seine 700 Gigabyte, um da nicht den wertvollen SharePoint-Platz zu verbrauchen. Für denjenigen könnte das vielleicht eher eine Rolle spielen. Der Bilder-Upload, der automatisierte Bilder-Upload, wenn ich auf meinem Smartphone ein Foto mache, hat bisher jetzt funktioniert natürlich für OneDrive, für das persönliche OneDrive, also sprich auf meinem Android, auf meinem iPhone, ich knipse ein Bild. Und ich konnte dann in der OneDrive-App automatisch festlegen, ja, diese Datei soll dann immer automatisch hochgeladen werden. Jetzt wurde das ausgerollt auch für OneDrive for Business, allerdings nur für iPhone-Geräte. Und jetzt steht es auch für Android-Geräte zur Verfügung, dass man auch da Fotos machen kann, die dann automatisch in OneDrive for Business landen. Vor längerer Zeit schon mal angekündigt, das Herunterladen einer freigegebenen Office-Datei kann man verhindern. Jetzt mittlerweile ist dieser Schalter auch tatsächlich da. Also sprich, ihr könnt jetzt eine Datei freigeben und dann einstellen, ob die Person, die Datei bekommt, also die den Link bekommt, ob die denn editieren darf oder nur lesen. Dann kann man ein Ablaufdatum angeben zum Zweiten, also sprich, dass zum Beispiel nach 20 Tagen der Link wieder erlischt. Und zum Dritten funktioniert es jetzt, dass man den Download blockieren kann. Also bis jetzt habe ich vielleicht nur Lesen freigegeben, aber die Person konnte dann die Datei trotzdem herunterladen.
Und jetzt habe ich die Möglichkeit zum sagen, nein, der darf es wirklich nur angucken, aber er darf die Datei nicht herunterladen. Also sprich, der Aufwand, die Datei dann zu kopieren, wird dann doch nochmal etwas größer mit irgendwelchen Screenshot-Tools oder sonst was. Auf jeden Fall ganz schöne Funktionalität. Außerdem ein verbessertes Quick-Chart-Web-Part in SharePoint. Hier hat es Verbesserungen gegeben, dass ich da schneller zu einem Diagramm komme, zu einem Balkendiagramm oder Kreisdiagramm. Ein paar neue Einstellungen, was da ausgerollt werden. Außerdem noch ein verbessertes YouTube-Web-Part für SharePoint, wo ich jetzt auch direkt festlegen kann, ob denn da diese Player Controls angezeigt werden, also Play, Pause und so weiter, ob der Videotitel angezeigt werden soll. Und diese Einstellung, die konnte man bisher zwar auch schon machen über irgendwelche Kniffe an dem Code, wo man da einbindet. Jetzt kann ich sie ganz schön über die Benutzeroberfläche eben regeln mit meinen Schaltern, wenn ich da ein YouTube-Video einbinde in meinem SharePoint. Dann bei Hub-Websites können wir künftig direkt eine neue Site dazu anlegen. Die ist dann auch automatisch mit der Hub-Website verknüpft. Nochmal zur Erläuterung. Wir haben früher Site-Collections angelegt und unter die Site-Collections dann Subsites gehängt. Das tun wir heute nicht mehr so oder sieht Microsoft jetzt nicht mehr ganz so im Vordergrund, sondern wir arbeiten mit ganz vielen verschiedenen Site-Collections. Die sind alle zuerst mal auf eine Ebene und dann habe ich die Möglichkeit, wenn ich da mehrere miteinander verbinden möchte, zum Beispiel ich habe eine Site für meine Abteilung und dann habe ich mehrere Site-Collections für verschiedene Projekte, dann kann ich die alle an diese Abteilung anbinden, dann wird meine Abteilungsseite zur Hub-Website und die anderen Projekt-Sites, die werden dann da angebunden. Hat einige Vorteile, gibt es auch ganz tolle Beiträge, entweder vom Wolfgang Miedl auf SharePoint 360 oder der Dennis Hobmeier hat da einiges schon dazu gemacht und noch einige weitere. Wir haben auch schon ein Experteninterview mal veröffentlicht zu dem Thema. Also da einfach mal gucken, wenn euch das näher interessiert. Man kann dann zum Beispiel, wenn ich Nachrichten poste auf meiner Projektwebsite, dann werden die automatisch geliefert zu der darüberliegenden Hub-Website. Oder wenn ich Designanpassungen mache, dann wirkt sich das eben generell auf die ganzen angeschlossenen Sites aus. Und jetzt neu, ich kann aus so einer Hub-Website, also in unserem Beispiel die Abteilungsseite, direkt klicken auf Create Site und lege dann damit eine neue Site-Collection zwar immer noch an, die aber dann automatisch an den Hub angebunden ist. Bislang war es so, dass man da auch PowerShell dazu benötigt hat, um das Ganze zu konfigurieren und einzustellen. Wir bekommen Header- und Footer-Optionen, damit ich meine Seiten in SharePoint besser darstellen kann oder etwas individualisieren kann. Dann kann ich mehr in diesen Bereichen eben konfigurieren und einstellen. Da waren wir bisher sehr beschränkt an das Ganze. Auch das wird gerade ausgerollt. Außerdem wird die Funktion Aussehen ändern. Wer die vielleicht kennt aus früheren SharePoint-Versionen, die funktioniert jetzt auch für das Modern UI und ist etwas aufgebohrt worden, dass ich da zum Beispiel das Theme ändern kann, dass ich Navigation, Footer und Header entsprechend darüber anpassen kann. Externe News kann ich künftig per Link als SharePoint-Nachricht einbinden. Wir haben ja in SharePoint nicht mehr den Blog, wer den vielleicht noch kennt, aus SharePoint 2010 und 2013 Zeiten, sondern wir haben jetzt Nachrichten. Nachrichten sind eigentlich technisch gesehen mal ganz einfache Pages-Seiten, wo ich da anlege und dann sage ich, bei dieser Seite handelt es sich um eine Nachricht und dann wird die mir entsprechend mit angezeigt in den News-Webparts, was es gibt von SharePoint. Und da habe ich jetzt auch künftig die Möglichkeit, externe News da mit einfließen zu lassen. Also sprich, wenn es jetzt irgendwas Interessantes gibt, wo es irgendwo im Web eine Veröffentlichung gegeben hat, dann kann ich die da direkt mit reinbringen. Ausprobiert habe ich es noch nicht, klingt aber soweit auf jeden Fall spannend.
In Richtung Administratoren geht dann das Thema Migrationstool für SharePoint, wird noch weiter ausgebaut, was zum einen etwas überraschend ist, weil da Microsoft auch ein Stück weit in die Partnerdomäne wildert, weil das ja eigentlich die Microsoft-Partner für die Kunden machen, da irgendwelche SharePoint-Sites zum Übertragen von ihrem On-Premise-SharePoint, also dem, den ich lokal in meinem Keller habe, hin zu dem in der Cloud. Und da gibt es eben ein Tool von Microsoft, wo mich dabei unterstützt. Das war aber allerdings relativ rudimentär. Künftig soll es auch möglich sein, dass ich da ein paar mehr Funktionen habe und auch, dass ältere SharePoint-Versionen da auch noch unterstützt werden. Die News hier habe ich von der Netzwoche, unten links dann auch noch der Link dazu. Unter jeder Seite in SharePoint kann ich grundsätzlich Kommentare einbinden. Das kann ich zulassen als Editor von der Seite, ob ich da Kommentare erlauben möchte oder nicht. Und jetzt neu ist die Möglichkeit, dass man in den Kommentaren auch direkt Personen erwähnt. Also sprich, Sie lesen vielleicht eine interessante Nachricht und sagen, hey, das wäre aber für meinen Kollegen interessant oder mein Kollege wüsste da auch was dafür. Dann können Sie über das Add-Zeichen direkt den Kollegen darüber erwähnen und der wird dann darüber informiert. Ich habe in Twitter dann auch schon gelesen, einen Beitrag, das ist der rechte, von Stefan Trebo. Er hat dann auch gleich darauf hingewiesen, Achtung, die Benachrichtigung, die kommt zwar, aber nur als Push-Benachrichtigung über die SharePoint-App und es kommt keine Mail an. Ich weiß nicht, ob es noch geändert wird. Aktuell tatsächlich eben nur diese Push-Benachrichtigung laut dem seiner Erfahrung. OneNote, werden die Sticky Notes integriert? Falls ihr davon noch nie was gehört habt, dann seid ihr da sicher nicht alleine. Die Sticky Notes sind eigentlich mal die Notizen, die man in Windows Vista oder so mal eingeführt hat. Und da konnte man dann Notizzettelchen auf den Desktop pinnen. Die wurden dann technisch ein paar Mal umgebaut, sind aber weiterhin noch da und nennen sich wohl Sticky Notes. Und es war schon immer die Problematik, dass man da Notizen hatte und auf der anderen Seite eigentlich OneNote für Notizen verwendet. Und jetzt habe ich da die Möglichkeit, dass diese Sticky Notes, wo ich auf dem Bildschirm dann habe und in Windows, dass die auch tatsächlich in OneNote auftauchen. Also eine absolut sinnvolle Konsolidierung von den Sachen. Und gucken wir mal, was da noch alles passiert im Gespräch, sind auch, dass diese Notes, also diese Notizen dann auch auf dem Smartphone zugänglich sind und eben alles dann irgendwo in OneNote liegt. Dann schauen wir noch in den Bereich Office. Wir haben schon die Erwähnung in SharePoint-Kommentaren gerade gehört. Genau das Gleiche soll auch möglich sein in Dokumenten, also sprich, wenn ich in Word ein Dokument habe und ich muss jetzt da bei einem Satz noch irgendwas dazufügen und sagen, okay, da muss noch von einem Kollege was ergänzt werden, dann kann ich künftig direkt über das Add-Zeichen eine Person damit einbeziehen, eine Person erwähnen und diese Person bekommt dann auch wieder eine Nachricht darüber, dass sich jetzt hier erwähnt worden ist in einem Dokument und da vielleicht noch was tun soll oder zumindest da mal drauf gucken soll. In Excel bekommen wir eine neue Kommentarfunktion und die alte Kommentarfunktion, die heißt künftig Notizen. Also sprich, die gibt es auch weiterhin noch und die neue Kommentarfunktion ist jetzt auch eine richtige Kommentarfunktion. Also sprich, ich habe da die Möglichkeit, was reinzuschreiben, das wird dann dokumentiert mit mir als Person. Ihr seht es rechts in dem Screenshot, darunter dann mit Datum und Uhrzeit und jemand anders kann dann da was reinschreiben und dann habe ich wie einen kleinen Chatverlauf dann direkt in Excel drin. Wenn das Update bei euch angekommen ist, bekommt ihr auch das erste Mal, wenn ihr auf den Überprüfen-Reiter klickt in Excel, eine Information, wo das Ganze nochmal erklärt wird. Dann kommen wir noch zum Schluss zum Bereich Zusammenarbeit.
Man hat in Teams, und das wissen allerdings wenige, bereits länger eine Zoom-Funktion. Die hat auch bisher schon funktioniert, wenn ihr zum Beispiel Steuerung gedrückt haltet und die Maustaste, das Mausrad bewegt, dann könnt ihr in Teams rein und raus zoomen. Und jetzt sieht man diese Zoom-Funktion auch in der Benutzeroberfläche. Und zwar, wenn ihr auf euer Profilbild oben rechts klickt, dann könnt ihr da den Zoom einstellen. Ich finde es tatsächlich sehr angenehm. Ich habe den Zoom meistens irgendwie bei 75% oder 80% oder sowas. Einfach, weil es doch auf kleineren Bildschirmen mit einer, ja, dann relativ schnell unübersichtlich wird. Vor allem, weil man den linken Rand, finde ich unglücklich, dass man den nicht einklappen kann, wo die ganzen Teams drinstehen. Und von dem her hat man ja schon recht viel Platz verloren. Mit der Zoom-Funktion kann ich da etwas arbeiten. Gruppenchats haben wir vom Tommy eine Info bekommen. Zuerst vielleicht mal zur Erklärung, was ist denn überhaupt ein Gruppenchat? Es gibt in Teams die normalen Teams. Da haben wir ein Limit von 2500 Personen. Dann kann ich aber auch eine Person direkt anchatten. Also sprich, wenn ich jetzt mit dem Tommy im Nachgang noch irgendwas austauschen möchte, dann kann ich ihm direkt eine Nachricht schicken. Das wäre dann ein Chat. Und ab 2 Personen oder ab 3 Personen, wenn in dem Chat drin sind, dann kann ich so einem Gruppenchat dann sogar einen Namen geben, wie eine WhatsApp-Gruppe, würde ich mal sagen. Und da habe ich künftig die Möglichkeit, nicht nur 20 Personen zu einem Gruppenchat hinzuzufügen, sondern bis zu 50 Personen. Also sprich, ich habe da wirklich die Möglichkeit, da mal einen themenbezogenen Austausch auch zu machen, ohne dass ich jetzt gleich ein ganzes Team im Hintergrund dazu anlege. Wenn ich vielleicht die Funktionalität von SharePoint und so weiter gar nicht benötige, dann reicht mir der Gruppenchat aus. Außerdem könnte es natürlich sein, dass in eurem Unternehmen vielleicht das Anlegen von Teams reglementiert ist. Dann kann auch der Gruppenchat da eine sinnvolle Möglichkeit sein. Außerdem, hier gleich auf der Folie, habt ihr künftig auch die Möglichkeit, vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, dass jetzt auch im Chat Registerkarten möglich sind. Das war bisher nicht so. Bisher habe ich im Chat nur die Möglichkeit gehabt, mich zum Unterhalten, und ich habe auf die gescherten Dateien zurückgreifen können. Künftig kann ich jetzt, steht da auch das Plus zur Verfügung. Ihr seht es hier, neben Unterhaltung steht Dateien und dann das Plus. Und da kann ich dann auch Registerkarten hinzufügen, also fast so wie in einem Team. Ich habe allerdings nicht so viele Funktionen, wie ich das aus dem Team heraus kenne. Aber der Gruppenchat wird ein Stück weit attraktiver im Vergleich zum bisherigen Chat und im Vergleich zu Teams, wo ich vielleicht manchmal auf ein komplett großes Team verzichten kann und vielleicht darüber dann arbeiten kann. Was man wissen muss, es gibt hier keinen eigenen Speicher in dem Moment für diesen Chat. Also sprich, die geteilten Dateien, die liegen dann nicht auf einem SharePoint, geht ja nicht, weil keiner da beim Gruppenchat, sondern die liegen dann bei den jeweiligen Personen in dem OneDrive for Business und sind von da aus freigegeben und werden an der Stelle nur zusammen aggregiert. Dynamische Mitgliedschaften, immer wieder ein Thema, deshalb spreche ich es nochmal an, auch weil ich kürzlich wieder Diskussion dazu hatte. Grundsätzlich funktioniert es so, ihr könnt in Teams einzelne Personen nacheinander aufnehmen. Das ist natürlich relativ stressig, wenn ich ein Team anlege, wo dann irgendwo 1000 Personen drin sein sollen, dann wird das eine etwas längere Aufgabe, bis ich die alle einzeln eingegeben habe. Was ihr jetzt machen könnt, ist Active Directory Gruppen verwenden und die in Teams hinzufügen. In dem Moment wird die Active Directory Gruppe dann aufgelöst, also sprich Teams guckt dann, wer ist alles in dieser Active Directory Gruppe drin, zum Beispiel in der Active Directory Gruppe Marketing, sieht, aha, da sind irgendwie 80 Leute drin und dann werden diese 80 Leute hinzugefügt. Achtung, da fügt ihr dann wirklich die einzelnen Personen im Hintergrund dazu. Also sprich, wenn jetzt morgen jemand aus dieser Active Directory Gruppe rausfällt und jemand anders reinkommt, dann ist Teams das völlig egal. Also sprich, das funktioniert nur einmalig beim Eintragen als Hilfestellung, dass ihr nicht diese einzelnen Personen aus der Active Directory Gruppe hier eintragen müsst.
Ein anderer Weg, der dem normalen Nutzer zur Verfügung steht, ist, diese Eintrittscodes zu verwenden. Also sprich, ihr gebt dann einfach den Link zu dem Team raus und sagt, hey, hier ist der Eintrittscode und jetzt komm selber in das Team rein und dann schickt man da vielleicht ein Mail raus oder setzt es irgendwo auf SharePoint drauf. Da kann man dann auch einen Ablauf wieder definieren, wo man sagt, okay, nach einer Woche gilt dieser Code nicht. Und jetzt kommen wir aber zu dem Thema, was hier steht, dynamische Mitgliedschaften. Das kann tatsächlich nur derjenige, der globale Adminrechte hat, der muss dahin gehen und muss sagen, okay, ich definiere Regeln für die Mitgliedschaft in diesem Team. Und dann sagt er zum Beispiel, wenn eine Person in der Abteilung Marketing ist, dann ist die automatisch in diesem Team dabei. Und hier wird dann auch tatsächlich berücksichtigt, dass wenn derjenige aus der Abteilung Marketing ausscheidet, dann ist er auch aus dem Team wieder heraus. Und wenn jemand neu in die Abteilung Marketing reinkommt, dann wird er auch dem Team hinzugefügt. Aber wie gesagt, dafür brauche ich Admin-Rechte, um das zu definieren. Was man auch noch machen kann, ist die Verzeichnissuche begrenzen. Also sprich, wo ich hingehen kann und sagen kann, nicht jeder soll jeden einfach in das Team mit reinnehmen. Auch da habe ich den Link dazu entsprechend mit freigegeben. Die Teams-App hat auch noch eine Neuerung erfahren. Und zwar, man kann jetzt aus der Teams-App direkt heraus Besprechungen planen. Hier die Screenshots nebeneinander, wie das Ganze aussieht. Also man kann nicht nur teilnehmen, sondern kann Besprechungen auch tatsächlich hier aufsetzen. Im Hintergrund tut sich dann auch noch was, und zwar Microsoft hat jetzt festgestellt, dass Teams am Anfang nicht ganz so performant entwickelt wurde und stellt da im Hintergrund die Programmiersprache wohl um, wobei ich da zu wenig Programmierer bin, um jetzt zu beurteilen, ob das gut, schlecht ist und was es da für Auswirkungen hat. Tommy, kannst du dazu vielleicht gerade was ganz spontan sagen, ohne dass wir das vorher besprochen haben? Ich wollte schon gerade in den Chat tippen, dass ich auf Microsoft Ignite Tour von N. Michaels gehört habe, dass die die Chat-Funktionalität umstellen auf Azure Cosmos DB, um da auch ein bisschen mehr Performance rauszuholen. Zum Thema Angular auf React weiß ich nicht. Ich weiß, dass die da ein bestimmtes Framework benutzen für die Teams-App, damit das mit den Aktualisierungen und so besser klappt. Das finde ich total spannend. Okay, also gut. Vielen Dank für den Hinweis und für den Einwurf. Zusätzlich gibt es neue Admin-Rollen in Teams. Es gibt künftig einen Teams-Service-Administrator, einen Communication-Administrator und dann noch zwei weitere Kommunikations-Administratoren. Ich habe es hier mal rein gepostet, einfach um das Ganze etwas, ja, also das wird wahrscheinlich aus dem Skype for Business vielleicht auch ein Teil kommen, weil da gab es natürlich auch eigene Administratoren. Und jetzt haben wir nur einen großen Teams, ein großes Team Admin Center. Und um das vielleicht etwas abzugrenzen, weil ja Calling und die Collaboration-Schiene doch etwas unterschiedlich sind, könnte ich mir vorstellen, dass man das hier entsprechend umgesetzt hat. Auf jeden Fall 4 neue Admin-Rollen, die hier dazukommen. Okay, soweit so gut. Das waren eigentlich schon die Themen, was wir jetzt für den Dezember zusammengetragen und aufbereitet haben. Ich sage vielen Dank in die Runde. Ich bin jetzt dann auch noch im Chat. Schon mal eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Start ins neue Jahr. Wir machen nächstes Jahr die Planung für das neue Jahr, wo es dann auch die Termine wieder auf der Website gibt. Aber ihr werdet es natürlich über Xing oder das Team dann auch wieder eingeladen. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Einen guten Start ins Jahr 2019. Macht's gut. Servus, bis bald.